Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und hallo mal wieder zu einem kleinen Haul. Ich habe ein bisschen was bei Teddy eingekauft und ich werde heute auch definitiv was davon ausprobieren. Also es wird auf jeden Fall spannend heute. Womit fange ich an? Ich fange mal ganz klassisch mit dem Diamond Painting an. Also ich habe hier ein Diamond Painting mit einer Katze drauf, allerdings mit recht wenig Steinen, die wirklich geklebt werden. Und auch mega spannend, es leuchtet im Dunkeln. Ich drehe es einmal um und zeige euch. Die Steinchen, die tatsächlich geklebt werden, sind nur auf der Katze, finde ich ein bisschen seltsam, weil hier sind eigentlich auch so Formen vorgedruckt, die so wirken, als ob sie dafür gedacht wären, dass man da Steinchen hinkleben könnte. Auch hier diese größeren, da würde sich es auf jeden Fall auch anbieten, Steinchen mit einzuarbeiten. Aber es ist tatsächlich nur die Katze und bei der Katze auch nur Teile, die dann tatsächlich leuchten. Ich mache es mal auf, das Ganze wieder verschließbar. So. Ganz klassisch, auch hier in Grün und Pink das Zubehör dabei. Und ich hole mal die Katze raus. So, da haben wir sie. Also, wir haben hier die Tütchen. Und es gibt tatsächlich doch Steinchen mit unterschiedlicher Größe. Hier unten erstmal ganz wichtig, die leuchtenden Steine. Also hier haben wir die leuchtenden Steine, die sind durchsichtig. Habe ich so noch nie gesehen. Auch glaube ich rund oben, also mit so einer kleinen Kuppel drauf. Sehr, sehr cool. Aber wirklich komplett durchsichtig. Hier auch der Vordruck dabei, das ist tatsächlich die 8 in Weiß. Hier haben wir auch die 8 in Weiß vorgedruckt, also die 8 haben wir hier und es sind 8 verschiedene Tütchen, 8 verschiedene Farben dabei. Wir haben Gelb, ein Pink, Orange, Blau. Das sind die 4 Farben, die so gearbeitet werden. Ich gehe auch da mal davon aus, es sind tatsächlich da auch die Nummern 1 bis 4. Dann haben wir 5 in Größe, 6 und 7 auch. 5 sind diese großen Glitzersteine hier. Schaue ich einmal, wo die tatsächlich hin sollen. Sehe ich 5? Da bin ich gerade 4, sehe ich. Das sind die blauen Steine. Ich sehe gerade nichts, wo tatsächlich eine 5 hinkommen würde. Müsste ich dann tatsächlich mal schauen, wenn ich dann das Ganze mache. Ich sehe die 8 häufig. Aber, ach doch, da ist die 5. Die 5 ist da. Bei der Blüte hier. Da kommen die 5 hin. Dann habe ich hier 6 tropfenförmig, 7 tropfenförmig und eben die 8. Auch die größte Tüte, die größte Menge an Steinchen eben für die Außenlinie der Katze. Und hier nochmal die Pfötchen. Auch hier das Podest, auf dem sie sitzt, ist damit eben auch umrandet. Und wirklich alles andere, auch hier keine Klebeflächen oder so, die einfach die Nummern nicht haben oder so. Aber nee, es ist wirklich nur die Katze und nur das Podest, das gearbeitet wird. Also ein Diamond Painting, bei dem man relativ wenig Aufwand hat und was sich schnell und einfach machen lässt. Sehr, sehr süß. Und wir kommen gleich zum Mal nach Zahlen. Das Diamond Painting ist wieder gut eingepackt und ich zeige euch jetzt das Mal nach Zahlen für 2 Euro tatsächlich. Ein Schnäppchen und wir schauen mal, was so dabei ist. Ich muss es mal eben öffnen. So, da war eine kleine Klebestelle dabei. Es stand vorne auch drauf, es ist alles enthalten, was man braucht. Hier ist schon mal der Pinsel. Dann kommt es hier einmal raus. Die Farben, mega schön, richtig schöne Neonfarben, gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier haben wir dann das Mal nach Zahlen. Und wem fällt es auf? Wem fällt es auf? Ich sehe hier keine Zahlen. Also, das, ich find's super schön. Es ist auch nochmal eine Vorlage dabei. Beziehungsweise es ist einmal hier auf ein Blatt gedruckt und einmal hier auf einer Pappe. Also auch sehr praktisch. Kann man dann nochmal so zum Anmalen benutzen oder zum Testen. Aber so Mal nach Zahlen, ja.
würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass da Zahlen dabei sind, damit ich weiß, wo welche Farbe hingehört. Ich kann es natürlich selbstverständlich super simpel hier nach dieser Anleitung malen. Ich gehe einmal den Regenbogen durch. Gelb ist da, blau ist da, pink ist da, orange ist da, grün ist da. Blau habe ich auch. Habe ich, glaube ich, gerade schon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Farben. 6 Farben hier. Klar, ich kann das hier nachmalen. Aber es ist halt, es widerspricht so ein bisschen dem Titel einfach. Malen nach Zahlen und ja, Zahlen sind hier leider nicht zu finden. Aber ich mag das Motiv sehr gerne. 2 Euro. Hier sind eben die Farben dabei. Ach, ich wollte es eigentlich nicht testen, aber ich teste es jetzt doch. Ich werde gleich auf jeden Fall das Olaf-Bild, das teuerste, was ich ja auch gekauft habe für 5 Euro, gleich auf jeden Fall auch testen. Das ist ja ein Paillettenbild, also ähnlich wie Diamond Painting, nur eben mit Pailletten. Also, wir haben hier die Vorlage. Man kann sehen, wo welche Farbe hingehört. Ich werde mir definitiv mindestens eine der Farben mal schnappen und es mal ausprobieren. Einfach die Deckkraft einmal ansehen. Wie könnte es anders sein? Es muss pink sein bei mir. Tja, gehst du auf? Da geht es auf. So, das kleine Töpfchen habe ich schon mal offen. Eine der größten pinken Flächen ist die große Wolke hier unten. Los geht's. Und in diesem Moment bin ich dann froh, dass keine Zahlen aufgedruckt sind, weil die Farbe tatsächlich nicht gut deckt. Sie lässt sich schön auftragen, lässt sich auch schön verarbeiten. Aber ist deutlich, oder man muss sie wirklich mehr in mehreren Schichten auftragen. Also am besten funktioniert es, wenn man es dünn aufträgt und eben dann so einen helleren Effekt hat. Die Farbe wirkt dann deutlich anders, als sie eben in der kleinen Packung wirkt. Deutlich heller. Ja, also bei so, mit so einer Farbe ist dann wirklich deckend hinzukriegen, eine vorgedruckte Zahl zu übermalen. Ihr seht das, glaube ich, an einigen Stellen, wo ich mal wieder über den Rand gemalt habe, ganz gut. Man sieht den Rand natürlich sofort durch. Die Zahlen wären wahrscheinlich im gleichen Stil aufgedruckt wie der Rand. Und dann hat man das Problem, dass man tatsächlich das einfach durchsieht. Das habe ich hier nicht. Ich hatte das auch schon bei anderen mal nach Zahlen, wo man einfach das nicht deckend hinbekommt und dann die Zahlen bzw. auch die Ränder halt immer wieder durchschauen. Hier, ich gebe dem jetzt noch mal so ein bisschen so eine Wolkenstruktur, einfach ein paar Kringel raufmalen. Kann das eben ganz gut so mit einbinden. Hier muss ich noch einmal in die Ecke mit rein. Ja, also, es deckt nicht perfekt. Weit davon ab, aber für 2 Euro kann man da natürlich auch nicht die Welt erwarten. Ich gehe nochmal, was habe ich noch an Rosa? Jetzt macht mir das Ganze natürlich auch Spaß und ich will noch ein bisschen weitermachen. Hier kommt noch ein bisschen Rosa hin, hier kommt noch ein bisschen Rosa hin. Auch eben ohne Zahlen kann man das sehr gut eben improvisieren. Mit der Packung dabei. Den Regenbogen kann man schön malen. Dann habe ich hier das Sternchen. Da lässt sich natürlich ein bisschen mehr Farbe verwenden. Und dann habe ich hier das Sternchen auch ausgemalt. Und dann bleibt tatsächlich nur noch die zweite Wolke. Und was soll der Geiz, ne? Male ich die auch noch eben an. Hier setze ich direkt einmal die Kringeltechnik ein. Das auch hier eben schon, wie gesagt, es ist auch hier ein Motiv, was eben nur stellenweise gearbeitet wird und auch dann wirklich einen schönen Effekt hat, ähnlich wie die Katze eben. Dadurch, dass man nicht das gesamte Diamond Painting macht, dadurch, dass man nicht das gesamte Bild anmalt, ist man eben schnell fertig, hat schnell ein Ergebnis und es ist wirklich richtig, richtig hübsch. Und mit so Kringeln lassen sich die Wolken dann nochmal extra niedlich machen. Ja. Und das waren dann alle pinken Teile, die dabei sind. Ja, ich muss sagen, ich finde es niedlich. Für 2 Euro kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Farbe natürlich, wie gesagt und wie gesehen, nicht deckend. Aber
Konnte man jetzt auch nicht wirklich erwarten. Aber macht Spaß, ist niedlich. Gibt einen Daumen nach oben von mir. Und wir kommen zu meinem Highlight. Es gibt Olaf aus Frozen für 5 Euro. Ein Bastelset nennt sich das Ganze. Ist aber meiner Meinung nach eigentlich auch nur eine andere Variante von Diamond Painting. In diesem Fall mit kleinen Pailletten, die geklebt werden. Ich hatte das bei TK Maxx ähnlich gekauft vor 1-2 Monaten, glaube ich. Irgendwann Anfang des Jahres. Wo es dann tatsächlich keine vorgedruckten Felder gab. Ich komplett überfordert war, ich nicht wusste, wo welches hinkommen sollte und ja, das Ganze nicht so gut funktioniert hat. Hier haben wir Olaf. Ich sehe hier genau, welche Paillette wohin gehört. Die Pailletten glitzern schön, ich bin sehr gespannt. Und ich werde das jetzt einfach mal in Angriff nehmen. Und ich packe gerade schon mal die Pailletten aus, aber ich gucke gleichzeitig auch schon hier rüber. Ja, das ist doch Diamond Painting Zubehör. Wie sieht es tatsächlich auf der Anleitung? Auf der Anleitung sieht es auch so aus. Hier ist auch das Diamond Painting Zubehör mit aufgedruckt. Auf der Packung selbst haben wir hier das noch mit einer Pinzette. Bei dem anderen Set war es auch tatsächlich mit Pinzette. Geht, glaube ich, tatsächlich mit dem Diamond Painting deutlich besser. Also mit dem kleinen Stiftchen. Es macht auch absolut Sinn, dass hier keins von diesen grünen Schälchen dabei ist, sondern eine weiße Schale, wo ich eben keine Rillen drin habe, sondern das Ganze so schön hinlegen kann. Und ich frage mich mal wieder Fragen, wo kommen die pinken Pailletten hin? Wo kommen, also die blauen, okay, ich gehe es einmal durch. Weiß macht Sinn, ist der Schneemann. Blau ist hier sein Mund. Dann habe ich hier Silber. Silber ist hier seine Arme und seine Augenbrauen und hier oben seine Haare. Dann habe ich einen zweiten Blauton. Entweder, ich gucke einmal auf die Packung, da muss ich die Packung zur Hilfe nehmen. Hier ist tatsächlich das Innere des Mundes heller, also kommt dieser Teil hier rein. Und der dunklere Teil ist, ist das Außen. Ah ja, und ich habe zwei Farben für die Nase, wo die eine ein bisschen unpassend ist mit dem Pink und das hier auch nicht wirklich orange ist. Ich gucke mal, wie es nachher aussieht. So sieht es auf der Packung aus, so wird es definitiv nicht aussehen. Aber es wird auf jeden Fall süß und es wird hübsch und es wird glitzern. Und ich starte, tja, mit welcher Farbe starte ich? Ich glaube, ich mache seinen Arm als erstes. Das heißt, ich starte mit dem Silber hier. Mit diesem etwas, ja, es ist Silber. Es ist eine sehr andere Farbe, als sie angemarkert ist, aber ich starte damit. Wie beim Diamond Painting kommen die hier in die kleine Schale rein. So, sie kleben natürlich ein bisschen fest, wie das bei Pailletten so ist. Mal gucken, ob mir diese hier schon reichen. Ich kann die so ein bisschen hin und her bewegen. Ich finde das immer sehr schön, wenn tatsächlich dieses kleine Wachsplättchen abgestimmt ist auf das Diamond Painting oder hier Pailletten Painting Set. Wir testen das einmal. Ja, wir testen das. Doch, es geht. Die lassen sich damit aufheben. Vielleicht kriege ich hier noch ein bisschen mehr rein. Und dann würde ich sagen, geht's los.
Und hier mein erstes Update. Also, ich habe die Arme, die Haare und ich denke, das hier wird auch ein Arm sein und seine Augenbrauen geklebt in dem Silberton. Man sieht den Glitzereffekt. Ich nehme es hier mal einmal ab. Da sieht man den Glitzereffekt deutlich besser, als wenn ich halt die Folie drüber habe. Das ist ein bisschen schwierig. Es glitzert auf jeden Fall. Es macht Spaß. Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist schwieriger nochmal als Diamond Painting selber. Okay, da waren noch einige Pailletten drin. Die habe ich jetzt nochmal über dem Tisch verteilt. Aber da ist das Gute, die kann man sehr schön aufnehmen. Ich nehme jetzt als nächstes die dunklere Blaufarbe. Und mache damit weiter. Es ist hier wirklich so, dass man die Pailletten so kleben muss, dass sie sich nicht überlappen. Sobald sie sich überlappen, liegen sie nicht komplett auf und halten nicht gut. Also sie müssen wirklich richtig gut nebeneinander platziert sein. Am besten sogar ein bisschen Luft nebeneinander haben. Dann halten sie am besten. Da muss man so ein bisschen den Rhythmus rausfinden. Aber ich mache jetzt nochmal weiter. Ich mache jetzt hier nochmal den blauen Umriss und dann schauen wir mal weiter. Und ein weiteres Update von mir. Ich habe das Blau jetzt einmal komplett um ihn herum gearbeitet und auch um seinen Mund herum. Der innere Teil des Mundes bekommt eine andere Farbe. Was ich dazu sagen muss, es wird nicht unbedingt schwieriger, aber ich weiß nicht, ob ihr diese ganz kleinen Pünktchen hier in der Schale sehen könnt. Die sind da auf jeden Fall mit drin. Die sind super klein, das sind die Mittelteile aus den Pailletten. Die fallen dann natürlich raus, sind in der Packung mit drin. Ich zeige nochmal die anderen Packungen, die ich noch nicht benutzt habe. Da sieht man die, glaube ich, auch ganz gut. Da haben wir die hier zum Beispiel bei dem Pink einmal in der Ecke liegen. Hier, da haben wir sie so gesammelt. Die setzen sich in die Spitze des Stiftes hier und dann kann man den Stift schon einmal nicht mehr benutzen und muss dann neues Wachs reingeben. Ist nicht das große Problem. Ich habe deutlich mehr Wachs verbraucht allerdings, als ich beim Diamond Painting benötige. Was aber nicht, ist es kein großes Problem. Das Problem ist eher, wenn es hier an den Plättchen mit dran klebt und die sind alle so ein bisschen elektrisch geladen, also setzen die sich häufig mit dran und wenn man dann die versucht aufzusetzen, liegen die nicht glatt auf und bleiben tatsächlich nicht gut kleben. Oder liegen eben nicht ganz glatt auf. Also das ist so ein bisschen problematisch, liegt an den Pailletten, auch an der Natur der Pailletten. Aber sonst hat man hier wirklich einen super süßen Effekt. Es macht auf jeden Fall Spaß und gibt auch einen Daumen nach oben von mir. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei DIY-Inspiration. Bis dann, tschüss!